Wir sind Ingenieure ohne Grenzen, Viva Con Aqua, und die German Toilet Organization und UNICEF. Wir sind zahlreich mit, ich würde sagen, um die 200 Leute vertreten und freuen uns auf den Lauf. Der Marsch, den wir heute gehen, der ist ja 6 Kilometer lang. Die 6 Kilometer stehen für die durchschnittliche Wegstrecke, die manche Menschen in Entwicklungsländern zurücklegen müssen, um an Trinkwasser zu kommen. Und selbst wenn sie dann an Trinkwasser kommen, was oftmals so aussieht, ja, kann man sich vorstellen, dass hierfür 6 Kilometer zu laufen einfach menschenunwürdig ist und dass sowas nicht sein kann. Und deswegen setzen wir uns gemeinsam mit den anderen Organisationen dafür ein, dass man ihnen was unternehmen muss. Wasser ist ein Rechtsein, Recht! Wir als Weltumhilfe sind natürlich bei der Demonstration dabei, weil wir sind ein Partner von Viva Con Aqua. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen und setzen gemeinsam Wasserprojekte in verschiedenen Entwicklungsländern um, wo die Weltumhilfe tätig ist. Für uns heißt sauberes Trinkwasser immer, dass wir Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte gemeinsam umsetzen, weil nur so können wir wirklich gewährleisten, dass die Menschen sauberes Trinkwasser kriegen. Wenn wir einen Brunnen bauen, heißt das auch, dass immer Latrinen dazu gebaut werden, genauso Hygieneschulungen durchgeführt werden, weil wir wollen, dass das Recht auf Wasser wirklich umgesetzt wird. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, weltweit dieses Menschenrecht irgendwie umzusetzen, im Kleinen als auch im Großen. Da gibt es einige erfolgreiche Beispiele, sicherlich auch ein paar negative Denkanstöße und Beispiele. Aber natürlich auch hier in Deutschland, in Europa, es gilt immer, diese Sache so ein bisschen im Kopf zu behalten und dieses Menschenrecht natürlich überall geltend zu machen. Vielleicht bis zum nächsten Jahr. Danke.